Hallöchen und herzlich willkommen zu Resident Evil 4. Ist ein Klassiker mittlerweile, hat Meme-Status und mit dem, ja, nicht ganz neuen Trend, aber Trend der letzten Jahre von Capcom, alte Resident Evil Games zu remastern und neu auf den Markt zu bringen. Resident Evil 1, 2, 3 und ich glaube sogar Code Veronica X hat zumindest einen Remaster bekommen, kein Remake. Ist es nicht ganz unwahrscheinlich, dass Resident Evil 4 bald kommt, deswegen dachte ich, zu dem Anlass machen wir mal das Originale und wenn dann das Remake vielleicht irgendwann die Jahre kommt oder die nächsten Monate, man weiß es nicht, ich glaube erstmal ist ein DLC für Resident Evil 8 geplant, dann packen wir es natürlich auch auf den Kanal. Die Story, wir sind Leon S. Kennedy, ist hier ein bisschen hier, der junge, adrette Mann. Die Tochter vom Präsidenten der Vereinigten Staaten ist entführt worden, wer denn auch sonst? Und unsere Aufgabe ist es, die wieder zurückzuholen. Und dafür haben sie genau einen Mann losgeschickt, mit einer Knarre und einer Packung Munition und zwei Dosen Haarspray. Damit die Friese sitzt. Wir sind in einem spanischen Dorf, wir haben noch die zwei Chaoten mit dabei am Start. Wenn ich den Trailer drin, das hat man sie gerade gesehen. Forget your makeup or something? Ich darf mich nicht schminken. Jokes on you. Nein. Ja, die werden uns sicherlich keine große Hilfe sein. Ich spiele mit einem Controller. Kann man auch mit Maustastatur spielen, aber ich bin mit dem Spiel nicht groß geworden, aber ich hab's doch eine fair amount gespielt, vor 1000 Jahren, als ich noch jung war. Und deswegen versuchen wir es mal. Keine Ahnung, ob mein Controller eben noch on point ist. Ich habe schon Jahre nichts mehr Shootermäßiges mit Controller gespielt, weil Maus einfach besser ist. Aber das ist ein alter Port und die sind ganz oft grauenhaft, was Steuerung angeht. Deswegen, ich riskiere mal nichts. Wir legen einfach mal los, indem wir hier ein paar unschuldige Vögel erschießen. Wie jeder weiß, Tropfenvögel Geld, wenn man die erschießt. Ist auch hier keine Ausnahme. 200 Euro. Wenn das wirklich so wäre, dann würde ich mir meine Brötchen damit verdienen. Ich habe jetzt gerade überlegt, wie ich es formulieren soll. Kleine Info am Rande, falls alles ein bisschen braun aussieht, ist nichts mit deinem Monitor, ist wirklich so. Resident Evil hat den Trend, glaube ich, angefangen, mit dem grau-braunen Filmfilter über allen Games, damit es realistischer aussieht von der Farbpalette und dann haben es alle nachgemacht, das waren so 2004, 2005 die Kante, Most Wanted war auch einer der Ableger, die es nachgemacht haben. Ich weiß nicht, was zuerst war, Most Wanted oder Resident Evil, aber ist typisch für die Ära. Auch der Rauschfilter-Effekt, das Gräuselige, das ist alle so gewollt. Gibt's Mods, um das zu entfernen, aber wir wollen das möglichst natural spielen. Excuse me, sir? Sehr gesprächig, der junge Mann. I was wondering if you might recognize a girl in this photograph. ¿Qué carajo estás haciendo aquí? ¡Lárgate, cabrón! Sorry to have bothered. Er sagt, entschuldigen Sie bitte. Ich wollte nicht stören. Was offensichtlich sarkastisch gemeint war. Freeze! I said freeze! Lord,
gibt's einen Schlitz und einen Roundhouse-Kick. Genau so läuft es. Da im Ghetto, wo ich aufgewachsen bin. Morgens auf dem Weg zur Schule, wenn jemand blöd wird. Is everything okay? There was a hostile local. I had no choice but to neutralize him. There are still others surrounding the area. Get out of there and head toward the village. Take whatever measures necessary to save the subject. Wir hatten keine Wahl, außer ihn zu neutralisieren. Ich meine, wir hätten ihn entwaffnen können, wenn wir offensichtlich so gut ausgebildet sind. Wir hätten einfach gehen können, wir hätten rennen können. Aber kommen wir aus Amerika, kennt man das so? Wir brechen irgendwo ein oder brechen die Gesetze. Und wenn es dann nicht nach unserem Kopf läuft, dann müssen wir uns natürlich verteidigen. Mit Waffengewalt. Bisschen eingerostetes Aim, aber ist nicht schlimm. Das Game hat eine adaptive Schwierigkeit. Das heißt, je besser wir spielen, desto härter wird es. Und härter heißt, wir kriegen weniger Items. Und die Gegner sind aggressiver und halten mehr aus. Das heißt, früher oder später wird uns das Game aufs Kreuz legen. Ich speichere hier mal. Ich hatte hier schon mal angetestet und hab dann ein bisschen gespielt, um zu gucken, ob es auch stabil läuft, damit ich nicht wieder ein Game anfangen, was ständig abstürzt. Hatte ich mit The Long Dark schon genug Probleme mit. Amenhotep habe ich nie beachtet. Weiß nicht, ob das auf der PlayStation einfach zu schlecht war von der Auflösung. Muss ich mal gucken, ob es die Marke wirklich gibt. Ach guck mal, da sitzt wieder Geld. Die haben auch echt keinen Überlebensinstinkt, die Vögel, ne? Hier, 400 Geld und eine Handgranate. Natürlich, wer kennt's nicht, die Taube mit der Handgranate. Wir helfen dem, natürlich. Fun Fact. Man sollte Bärenfallen nicht mit gespreizten Armen aufmachen. Hier haben wir Sprengfallen. Noch mehr Bärenfallen. Hallöchen, wie geht's denn so? Gibt's eine aus Knie? Mal ganz schnell fertig. Da stehen die nächsten zwei Einzelmännchen. Kriegen wir die von hier? Ah, guck mal. Kriegen wir. Guck mal, kommt da angehoppelt. Schön. Ach, ich finde die so toll. Game ist einerseits Zombie-Game, andererseits Ego-Shooter, nicht Ego-Shooter, Shooter und zu einem anderen Drittel Looting-Simulator. Oh, ich erinnere mich. So ist es gefühlt in Deutschland auch. Wenn man der LGBT-Community Glauben schenken darf. So. Bewegen uns mal mit angemessenem Tempo nach vorne. Guck mal, da ist der nächste. Weiß nicht, ob das ein Ambush ist. Rums. Ha ha.
ist am Ausweichen. Schwebeln wie Schmetterling, stechen wie Biene. Das ist amazing. Ich bin gespannt, wie lange das dauert, bis wir... die Glocke haben in der Aufnahme. Leon, how you holding up? Bad question, Hunnigan. Sorry to hear that. I'm sending you a playing manual. Hope you find it useful. I'll take a look at it. Thanks. Okay, ich glaube, die Luft ist wieder rein. War natürlich die Glocke im Game, hier im Glockenturm, nicht die bei mir. Oder Plot-Twist, vielleicht wohne ich in dem Dorf. Vielleicht sehen wir uns jetzt gleich selbst. Guck mal da, hängen die Kollegen von vorne. Die sind ja mal alle am Arbeiten, machen ihr Zeug. Das ist eine sehr ungesunde Körperhaltung. Ja, wenn du gerade zuschaust, setz dich gerade hin. Nicht wie eine Banane, sonst siehst du irgendwann so aus. So. Finde ich schön. Guck mal, wir haben sogar Hühnchen und alles. Eigentlich cute, wenn es nicht so runtergekommen wäre. Hallöchen. Ach, natürlich sind die alle feindlich gesinnt. Wir haben doch gar nichts gemacht. Also euch zumindest noch nichts. Ja. Gehen wir hier rein. Er sieht sehr intens aus. Tut mir einen grauen Haaren. Alois, der die Dosen stapelt. Guck mal, er hat auch eine Mütze auf. Wir verbarrikadieren das mal ein bisschen. Und nehmen die Schrotflinte. Wir herden die mal alle ein bisschen zusammen. Kommt die Kavallerie angerückt? Oh, ich hab gedacht, das wäre das Geld von dem Kettensägenmann. Das ist natürlich ein Problem. Wir werden viel Waffen wechseln. Die Axt trifft uns niemals. Die schon. Brauchen mehr Munition. Meine Fresse. Hör doch mal auf, Zeug zu werfen. Dann los mit dir. Nein, aufhören. Ja, ungünstig. Da war die Waffe leer. Ah, guck mal, war's schon. La campana. Es hora de rezar. Tenemos que irnos. Das ist jetzt die im Spiel.
Lord Sattler. Rums, weg sind so. Prioritäten. Where's everyone going? Bingo? Spoiler-Alarm. Das Game ist voller cliffhaften One-Liner und flachen Witze. Also genau das, was ihr gewohnt seid auf dem Kanal. Hunnigan, I have some bad news. I've confirmed the body of an officer. Something's happened to the people. Guck mal, ich bin da direkt. Leon, you need to get out of there. Unten drunter. Kann ich in die Nasenlöcher reingucken? So, wir sammeln das Zeug noch auf, bevor das despawnt. Loot despawnt, ich weiß nicht, wie lange das liegt, aber es ist nicht viel länger als eine Minute oder sowas. Guck mal, Goldbarren hat er gedroppt, der Kollege. Noch mehr Boxen, machen wir natürlich alle auf. Eins meiner Lieblingsbestandteile in dem Game ist wirklich das Sortieren vom Koffer. Macht unglaublich viel Spaß. Wenn man OCD hat. Und oder Autismus. Ich lasse da jedem selbst die Entscheidung, ob er sich da angesprochen fühlt oder nicht. Ich weiß, einige, die zuschauen, sind es. Weiß da nicht, ob sie das noch, wie sagt man, verleugnen oder schon akzeptiert haben, aber auf jeden Fall sehr satisfying, einen aufgeräumten Koffer zu haben. Wir haben New Game Plus. Einfach aus dem Grund, weil du finanziell, auch wenn du es optimal spielst, ein Optimal ist eigentlich, die Gegner zu Fall zu bringen und dann hier mit dem Messer quasi zu erpieksen. Damit sparst du am meisten Munition. Aber selbst wenn du es absolut perfekt spielst, kannst du nicht alle Waffen upgraden. Das heißt, du kriegst nicht alles mit an Experience. Deswegen habe ich New Game Plus gemacht. Wo wir zumindest mal schon einen großen Koffer haben. Das spart schon mal einiges an Geld. Und ich glaube, damit sollten wir auch in der Lage sein, alles mitzunehmen in dem Game. Das war die Intention dahinter. Zum anderen haben wir schon alle Waffen frei. Das heißt nicht, dass wir die auch alle kaufen. Wir nehmen alle Waffen mit, so wie es normalerweise wäre von der Progression. Aber wenn jetzt wirklich die adaptive Schwierigkeit überhand nimmt, können wir einfach mit den Waffen ein bisschen gegensteuern. Das ist an für sich nichts Schlechtes, die adaptive Schwierigkeit. Aber ganz ehrlich, in der Praxis, aber jetzt die Tür und den Schrank zertreten. Toll. Finde ich gut. In der Praxis führt es dann dazu, dass wir irgendwo eingefercht mit dem Rücken zur Wand stehen und 10 Minuten in eine Horde reinballern. Und das ist nicht super exciting vom Gameplay-Faktor. Das ist für mich nicht super bereichernd und für euch auch nicht. Und irgendwann werden die einfach zu Bullet Sponges. Deswegen machen wir das einfach mal so. Guck mal, Munition auf dem Kamin. Wo denn sonst? Was das Game auch hat, sind Quicktime-Events. Eine der Plagen aus der Ära. Ich glaube, jedes Game damals musste Quicktime-Events haben in irgendeiner Form. Und die sind Framerate gebunden. Also auf 30 FPS ausgelegt. Wir haben hier deutlich mehr. Entsprechend hart werden die Quicktime-Events. Ich bin mal gespannt, ob die uns Probleme bereiten werden. So. Boah. Würde ich aber auch nicht drin liegen lassen, drin liegen wollen. Also, weiß nicht, wer schon mal eine alte Matratze ausgewechselt hat, die... Ach, das Holz. Die verfärben sich schon mal ein bisschen, wo die vielleicht ein bisschen gelb werden oder sowas nach ein paar Jahren, aber das hier ist, wo sieht die Matratze aus, wenn du jeden Abend bei
Dings bei Burger King bist. Weiß nicht, ob das Blut ist. Ein bisschen arg braun. Wobei es Sinn macht, wenn's länger her ist. Blut enthält ja Eisen. Okay, das Huhn ist ein bisschen sehr aufgebracht. Eisen oxidiert, oxidiertes Eisen wird braun. Kann auch sein, dass ich da falsch lieg. Shotgun-Shells nehmen wir natürlich mit. Springen wir einfach mal die 30 Meter. 30 sind es nicht, aber was werden das sein? 6. Bestimmt 12 oder sowas. Die 12 Meter einfach mal runter. Was soll passieren? Wir sind nicht die Ein-Mann-Armee. Oh. Alter, hab ich mich gerade verjagt wegen dem Huhn da. Es kam aus dem Nix. Meine Fresse. Von allen Sachen, dass mich das Huhn erschreckt, hätte ich jetzt nicht gedacht. Schön. Ruf zur Wachsamkeit, Aufruf zur Wachsamkeit. Also, es ist bekannt, dass wir im Dorf sind und ein Gefangener wird hinter einer Farm in einem Haus gefangen gehalten und soll dort auch verbleiben, bis neue Informationen rausgegeben werden. Wir wissen nicht, woher wir unsere Informationen haben, aber sie investigieren dahingehend. Und sie vermuten, dass es kein Zufall ist. Vielleicht sogar eine dritte Partei. Wir wissen nicht, wer die anderen beiden sind. Aber ich sag mal, wenn du ein Staatsoberhaupt oder Angehörige von einem Staatsoberhaupt entführst, dann ist es gar nicht mehr so abwegig, dass dann auch diverse Einsatzkräfte aus dem Land sich innen zeigen. Okay, die Kühe haben uns schon bemerkt. Die Anwohner noch nicht. Wir speichern hier einfach mal. So, nicht überschreiben, falls die Aufnahme abschmiert. Ich bin zuversichtlich noch. So, und dann stellen wir uns doch einfach mal ganz höflich vor. Guten Morgen, haben Sie Ihre GEZ schon gezahlt? Nein? Na dann. Huch. Rüms. Huch. Haben wir fast die Kuh getroffen im Hintergrund. Im Gesicht gebremst. Immer schön sowas. Und der Rest hat uns einfach nicht bemerkt oder ignoriert uns, oder? Oh, scheint so. Gut dann. Was haben wir hier? Oh, nein. Sehr schön. Können wir essen. Also ist nicht nur... Ach, guck mal, ist das nicht unser... Ich weiß nicht, aber das ist... Das Bein wäre ein bisschen schnell verheilt. Er greift uns nicht an, nee. Lecker. Manur, ich weiß nicht, was das ist. Muss ich mal gucken nach der Aufnahme. Ich kenne das Wort tatsächlich nicht. Sieht aber nicht sehr appetitlich aus. Guck mal, hier sind Münzen. Na. Rums, 1 von 15. Will der uns was zeigen? Nee, will er nicht.
da immer aus dem Weg gehen. Dass wir den armen Hund nicht treffen. Das ist eine Notiz zu den blauen Münzen. Es gibt 15 Stück, 7 hier in der Farm, 8 auf dem Friedhof. Wir kommen also noch auf den Friedhof. 10 oder mehr und wir kriegen einen Preis. Und der Rest ist nicht lesbar oder nicht erkenntlich. Gucken wir mal. Wir räumen erstmal ein bisschen auf. Bums. Das hier wäre eigentlich der optimale Weg, mit Gegnern umzugehen. Ist, glaube ich, aber auf Dauer ein bisschen langweilig. Deswegen gucken wir, solange wir Munition haben, nutzen wir die auch. Wir werden aber früher oder später in Situationen kommen, wo es nicht mehr anders geht. Und dann müssen wir haushalten. Bringt auch nichts, Munition anzuhäufen, habe ich auch überlegt. Wobei ich nicht weiß, ob das das Game interessanter machen wird. Meine Fresse, ist da noch einer. Kommt denn der her? Schon das zweite Mal, wo ich mich jetzt erschrocken habe. Wahrscheinlich, weil ich vom Reden abgelenkt bin. Ich glaube, ich habe das Game früher so viel gespielt, ich hätte speedrunnen können. Ich habe das bestimmt 40 Mal gespielt. Allerdings nicht auf dem PC. Das, was ich hier habe, ist ein importiertes Save-Game. Ist nicht mein eigenes. Weiß nicht, ob das hier auf dem PC im Unterschied da aufweist. Wobei ich... wüsste nicht, ob es das interessanter gemacht hätte. Und selbst dann merkt das Game, dass wir viel, viel Munition haben und gibt uns dann auch nichts mehr. Oder wenig. Um das auszugleichen, also egal wie... Kannst du es nur bedingt manipulieren. Deswegen, wir gucken da hinten noch, wenn wir jetzt eh schon oben sind. Hier sind, glaube ich, auch noch welche. Ja, genau. So, hier unten ist niemand. Nee. Da ist immer so ein, im Aiming so ein Grundzittern drin. Man kann später Erweiterungen für die Waffen kaufen, dass das ein bisschen reduziert ist. Weiß aber nicht, ob sich das lohnt vom Platz her. Also selbst wenn man den großen Koffer hat. Weil großer Koffer heißt auch viele Waffen. Ich dachte gerade, ich habe was gehört. Muss ich mich verhört haben? Wir können Schränke zertreten. Offensichtlich können wir die auch zerschnitzen. Was denn sonst? Guck mal, da ist noch ein Ei. Nehmen wir natürlich auch mit. Da ist noch eine. 5. Sechs. Sieben, da haben wir alle. Kommen wir nicht ran. Schmuck haben die natürlich auch über einem Dungbrunnen hängen, wo sonst. So. Wir speichern an der Stelle mal. Ich gucke, ob auf der technischen Seite alles in Ordnung ist. Und dann sehen wir uns sehr wahrscheinlich in der nächsten Aufnahme gleich wieder. Wenn alles passt, nehme ich gleich weiter auf. Deswegen,
werde ich dann wahrscheinlich auch das gleiche anhaben. Nicht, dass jemand denkt, ich wechsle irgendwie 2 Wochen die Klamotten nicht. Wobei das jetzt in Zeiten von Corona und Homeoffice gar nicht so abwegig ist. Weiß nicht, ob das der ein oder andere bestätigen kann. Ich glaube, ich kann's. Jetzt nicht 2 Wochen, aber man hat Sachen schon länger angehabt. Teilweise, gerade wenn sie cozy waren zu Hause. So, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge Resident Evil 4. Tschüssi.